Treffen auf historischem Boden, Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande im Ludwigsburger Schloss. Hier forderte damals der französische Präsident de Gaulle tausende deutsche Jugendliche auf, Europa mitzugestalten. 17 Jahre nach Kriegsende war das und viele Narben noch nicht verheilt. De Gaulle, selbst Kämpfer gegen Nazi-Deutschland, fand versöhnliche Worte auf Deutsch. Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das heißt, Kinder eines großen Volkes. Jawohl, eines großen Volkes. Die Rede gilt als Grundstein für die deutsch-französische Freundschaft, die heute oft selbstverständlich erscheint. Doch beim Festakt vor 650 geladenen Gästen betonen Merkel und Hollande, aktuelle Probleme, Euro-Krise oder Jugendarbeitslosigkeit lassen sich nur gemeinsam bekämpfen. Wir wollen, dass die Zukunft in Europa eine Chance hat, dass gerade die jungen Leute eine Chance haben. Und deshalb werden wir genau daran arbeiten, Deutschland und Frankreich gemeinsam mit allen anderen europäischen Mitgliedstaaten. Auf die Krise kann es nur eine Antwort geben, und das ist Europa selbst. Notwendig seien eine soziale und politische Union, stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Vor allem aber müsse die Jugend Europa formen, forderten Merkel und Hollande, sowie schon ihr Vorgänger de Gaulle, hier vor 50 Jahren.